Ahnungslos wie zuvor geht es weiter. Yay. Wir brauchen eine Zahlenkombi. Wir müssen das Schloss knacken von dem Spind und wir wissen nicht wo und warum. Und hier ist eine 2-9, die hilft uns aber nicht weiter. Und wir wissen nicht, ob es überhaupt von Yushin der Spind ist. Und wir wissen nicht, wie wir durch das Tor kommen. Brauchen wir aber auch nicht mehr, weil wir jetzt den anderen Eingang haben. Dieses Auto haben wir auch immer noch nicht bewegt. Können wir das jetzt nochmal so machen? Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer 15. Ach so, ich kann ja auch eine andere so tun, als wäre ich... Ja, als wäre ich jemand anderes. Und was soll ich tun? 15. Ich rufe Nummer... Also 48 ist die Tante, die Ausrufe da gemacht hat. Weil das hat der vorhin mit der anderen da... Du weißt schon. Ja. Als der den scheißenden Zugführer ausgerufen hat, hat er 48 gesagt. Okay. Also was nehmen wir? Wollen wir die auch? Nee, die wollen wir nicht. Soll sie was ausrufen? Nein, soll sie nicht. Soll sie? Nein. Eine andere Zahl? Irgendwas? Sag was. 23. Okay. 23. Bitte kommen. Antwortet keiner. Okay, dann machen wir es lieber nochmal mit der richtigen. Also, dann wollen wir mal. Mit dem, was hier wir ist Nummer... Wissen. Das sind wir. 15. Ich rufe Nummer... 48. Bitte kommen. Hier Zentrale, was geht's? Ja, warum? Okay, mach einfach. Zentrale, rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisov und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Kluges Mädchen. Naja, jetzt beeil dich. Ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Und jetzt schnell, jetzt müssen wir rennen, weil wir sind voll weit weg. Und du musst dich umziehen. Wieso zieht sie sich nicht um? Ja, die zieht sich gleich um, wenn du hochgehst. Ah, okay. Ich sollte besser wieder die Uniform anziehen. Schnell. Die macht das ja immer gerne. Schnell. Wir haben... Die Tür ist... Solotow. Oh, Entschuldigung. Oh. Was hat sie jetzt gesagt? Ja, ich weiß nicht. Sorry. Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Außerdem hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Naja, was wir verpasst haben, könnt ihr ja im Clip wieder zurückspulen und nachlesen. Ich finde es nur gerade erschreckend, dass das Spiel ab 6 Jahren freigegeben ist. Stimmt. Also gut, man sieht nichts, aber allein diese Handlung ist allein halt echt, die Vorstellung, was Blut vielleicht passiert ist, an der Wand auch. Und nach Boden auch. Ja, Stromschocker, jo. Völlig zersplitterte Spritzen. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich sollte die besser nicht anfassen. Doch, du solltest dir jetzt gleich mal sogar ob das geben. Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Wer weiß, wer hier noch hingemacht ob das wurde. Blut von Solotow stammt? Okay. Rauchen erlaubt? Tja. Für Leute vom Geheimdienst gelten wohl in jedem Land andere Regeln als für den Rest der Bevölkerung. Schade, dass es hier eine Kamera gibt. Hm. Filmt ihr uns nicht gerade? Bestimmt, natürlich. Hoffentlich bringen sie den armen Kerl damit noch ins Krankenhaus. Machen wir ja. Das hatten wir. Das da hinten. Diese Batterie. Eine Autobatterie. Die angeschlossenen Kabel lassen befürchten, dass Solotow damit Stromschläge versetzt wurden. Ja, gut. Das war jetzt nicht so... Also, wir haben den ersten Satz verpasst. Das tut mir leid. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir jetzt hier irgendwie was... Nee. Aber vielleicht ist ja auf seiner Hundemarke, wie sie es das ist Solotows Marke. Ah, 3, Dienstgrad 1, Gefreiter. 5, 4, 5. Dienstnummer 31545. Tada. Ein fünfstelliges... Ja, wir wissen doch. 3, 1, 4, 5. Sag ich 5, 4, 5? Ja. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken. Ja, komm. 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Ja. Wer sagt's denn? Geht doch. Jetzt können wir bestimmt seinen Schein klauen, weil er braucht ihn hier nicht mehr. Da liegt was drin. Ein Passierschein. Mhm. Das müsste der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. Ach so. Ah,
ja, das war ja der am Anfang. Mein Passierschein. An meinen neuen Namen Nina Perkova könnte ich mich ja noch gewöhnen. An das Foto wohl eher nicht. Der ja am Anfang abgeführt wurde. Der scheint kaputt zu sein. Damit wird, glaube ich, Tee zubereitet. Mir ist jetzt eher... Ja, ist klar. Dann gehen wir jetzt wohl in den Zug wieder, oder? Wir haben, glaube ich, jetzt ziemlich alles erledigt, was man irgendwie erledigen könnte. Oder? Fällt noch was ein? Soll ich nochmal jemanden anrufen? Also anfunken. Hi. Hallo. Denk dran. Ich brauche noch deinen Passierschein. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn nochmal ausrufen lassen. Kannst du erst klar. Haben wir schon. 17 ruft 48, bitte komm. 448, was? Ruf doch mal unseren Freund. Schon wieder? Ja, ich kann auch nicht. Okay. Der Zugführer möge sein. Hoffen wir mal, das ist was. Ich werde mich dann mal auf. Viel Glück. Dann mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Oh, das klingt verdammt, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut. Kann uns einer sagen, was gerade passiert ist? Haben Sie ihn gefunden? Leider noch nicht, aber wir verfolgen eine konkrete Spur. Das ist nicht zufriedenstellend. Uns läuft die Zeit davon. Das Projekt muss wie geplant starten. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und die kleine Kalenko... Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht mit ein paar Amateuren fertig werden, oder? Nein, nicht. Gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Sich selbst in den Schlaf gelabert. Eine leider viel zu seltene Begabung. Wurde aber auch Zeit. Das sinnlose Gefasel hätte ich mit Sicherheit nicht mehr lange ausgehalten. Sehr Leute, schön. Die einem von ihren Verdauungsproblemen erzählen, sind schon nicht die angenehmsten Gesprächspartner. Aber wenn sie dann auch noch detailliert beschreiben, welche Wirkung das kürzlich eingenommene Rizinusöl gehabt hat. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umsehen. Ja, umsehen machen wir in der nächsten Folge. Genau.